Seit Montag sind die Biergärten wieder offen. Sie können da reingehen. Sie müssen nur ein paar Regeln beachten. Es ist ganz einfach. Es erklärt der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger. Wenn 6 bis 8 Leute jeder mit seinem Kumpel kommt, dann kann der sich natürlich jeweils mit seinem Kumpel, der seine Bezugsperson ist, an einen Tisch setzen. Und mit 1,50 Abstand sitzt der nächste Kumpel mit seinem Kumpel. Aber die können nicht 6 mal 2 an einem Tisch sitzen, weil ja nicht mal die ersten 6 an einem Tisch sitzen dürften. Also immer nur mit einer Bezugsperson oder mit einer Bezugsfamilie darf ich am Tisch sitzen und zu den anderen ist jeweils 1,50 Abstand zu halten. Das Beispiel ginge nur, wenn der Tisch irgendwo 15 Meter lang ist und dann im Abstand von 1,50 immer die Pärchen gegenüber sitzen. Es ist demnach kinderleicht zu verstehen. Wir haben das bewusst sehr einfach gehalten. Also wenn ein Kumpel mit seinem Kumpel oder mehreren Kumpeln von einem anderen Kumpel oder der Bezugsfamilie eines Kumpels im Biergarten an einem 150 Meter langen Tisch oder dem Kumpel seines Tisches sitzt und ein Kumpel, den er schon lange nicht mehr gesehen hat, kommt vorbei und möchte sich vielleicht mit seinem neuen Kumpel bei seinem alten Kumpel dazusetzen, der dort bereits in immer 50 Meter Abstand mit seinen 6 bis 8 anderen Kumpeln und deren Kumpeln oder auch den Bezugskumpeln der Kumpel sitzt, dann muss der gefragte Kumpel mit seinem Kumpel dem fragenden Kumpel sagen, rumpelt die Pumpel, weg ist der Kumpel, es tut mir leid, alter Humpel, aber du kannst dich jetzt nicht mit deinem Kumpel zwischen all die anderen Kumpel hier setzen, denn dann kommt es hier zu einer kompletten Überkumpelung, nicht wahr? Sie könnten aber zum Beispiel Ihren Kumpel heiraten und sich dann mit einem anderen Kumpel, der vielleicht auch gerade mit seinem Bezugskumpel in einer festen Kumpelei lebt, als Kumpelpaar zu einem Kumpelquartett formieren und dann andere Kumpel adoptieren, um mit denen einen Haushalt zu gründen, dann wäre das alles obsolet. Ist aber vielleicht doch ein bisschen viel verlangt, wenn man ja eigentlich nur mit seinem Kumpel und dem seinen Kumpel mal kurz ein Bier trinken wollte. Ja, da kann ich aber nicht direkt mitsprechen, denn außer dem Söder habe ich gar keine Kumpel.